1969, was für ein Jahr in der Luftfahrtgeschichte. Boeing hatte den Erstflug mit der Boeing 747 und sie fliegt bis heute Passagiere zuverlässig um die ganze Welt. Aber auch diesseits des Atlantiks hat sich Großes getan. Deutsch-französische Politiker haben sich entschieden, ein Luftfahrtunternehmen zu gründen, nämlich Airbus. Und die Erfolgsgeschichte von Airbus sehe ich jeden Tag, wenn ich in einen der Hangars von Lufthansa Technik gehe. Ob das auf den Philippinen ist, in der Karibik oder auf Malta oder auch in Frankfurt, überall stehen Airbus-Maschinen. Airbus hat den Wettbewerb in der Luftfahrtindustrie maßgeblich nach vorne getrieben und damit die Flugzeuge besser gemacht. Zuverlässiger, leiser und sparsamer. Und das ist, glaube ich, die größte politische Leistung gewesen vor 50 Jahren, Wettbewerb in der Luftfahrtindustrie zu generieren. Und was die Kolleginnen und Kollegen von Airbus daraus gemacht haben, ist wirklich aller Ehren wert und dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich beispiellos. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren und wir freuen uns natürlich, auch in den nächsten 50 Jahren weiter mit Airbus zusammenzuarbeiten. Und ich bin ganz sicher, dass wir dies auch erfolgreich gemeinsam tun werden. Herzlichen Glückwunsch!